Herr Hofer, eine Frage. Wie sieht das jetzt aus mit den Gesetzen, die jetzt eigentlich gerade aus der Begutachtungsphase rauskommen und eigentlich mit Ihrer Zustimmung hat man ja eher gerechnet. Wird es diesbezüglich das Spiel der freien Kräfte geben oder wie sieht das aus? Freies Spiel der Kräfte, wir entscheiden in jedem einzelnen Fall und also Koalitionspakt gilt ja in der Form nicht mehr und daher wird jeder Fall einzeln entschieden. Wie sehen Sie das aktuelle Ergebnis für die FPÖ und freuen Sie sich über das Ergebnis der AfD? Ich bin froh, dass wir hier in Österreich ein stabiles Ergebnis erreichen konnten. Was die Wahlergebnisse in anderen Bundesländern anbelangt, gibt es auch klare Tendenzen. Auch hier möchte ich sagen, wichtig ist, dass auch demokratische Wahlergebnisse akzeptiert werden. Und wenn EU-kritische Stimmen auch sehr, sehr stark werden, was muss das heißen? Nämlich, dass die Union auch reformiert werden muss, dass wir auch daran arbeiten müssen, dass dieses Konstrukt besser wird. Was wünschen Sie sich jetzt die nächsten 3 Monate, wo jetzt sozusagen das Freispiel der Kräfte ist? Einfach vernünftige Entscheidungen im Parlament und wenn ich ehrlich bin, eine Woche Urlaub. Danke vielmals. Danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.